Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Wisst ihr eigentlich, was mein beliebtestes Video ist? Das hat die 100.000 jetzt geknackt. Schon heftig. Vor allem, wenn ich so dran denke, also 100.000 habe ich da angeschaut. Da wünschte ich mir, ich hätte mich besser gestylt für das Video. Aber das Video war, als ich mein stärkstes Pokémon entwickelt habe. Und zwar Leter King. 98% Max ungepusht. 4.000 irgendwas. Immer noch. Bis heute immer noch mein stärkstes. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Da ist er. Da ist der Gauner. Kurzer IV-Check. Attack und Defense 15. 98, wie gesagt, wild gefangen. Also nicht Leter King, sondern Bummels. 98, Level 35. Nicht gepusht, einfach entwickelt. Und er chillt einfach so sein Leben. Über 100er Godon, Max. 100er Kyogre, Max. 96er Kyogre, Max. 100er Mewtwo, 100er Mewtwo, 98er Mewtwo, Max, 100er Ho-Oh, Max. Und der Kerl chillt einfach ganz oben. Aber das ist nicht mehr lange. Einige von euch wissen das, aber ich werde ihn wegschmeißen. Ich werde ihn verschicken. Aber keine Sorge, er wird ersetzt. Also manche haben ja was dagegen, dass er ganz oben ist. Manche Leute stört's und deswegen verschicken die ihn oder entwickeln den gar nicht. Aber mich stört's nicht, ich find's ganz cool sogar. Aber ich habe halt nur Platz zu einem, also zwei von den Affen da oben, das kann ich echt nicht gebrauchen. Heute werde ich meinen 100er Bummels maxen, also erstmal entwickeln und dann maxen. Und ja, deswegen muss der 98er gehen. Ich find's jetzt nicht so schlimm, weil wie gesagt, der ist ungepusht. Ich habe keinen Stopp investiert, ich habe halt ein paar Bonbons investiert, aber das war's auch wieder. Ich sag ja immer, man kann entwickeln, was man will, weil Bonbons kriegt man immer wieder. Nur Staub, da muss man vorsichtig sein. Und wie gesagt, zum Glück kein Staub verbraucht. Hier haben wir ihn, mein 100er Bummels. Relativ schwach, also erstmal ein V-Check für euch. Aber WP-technisch, ja, leider nicht so top. Das heißt natürlich wieder mehr Staub, mehr Bonbons verbrochen. Ich meine, der 35er, 98er hatte keine Ahnung, 800 irgendwas WP. Also schon ein krasser Unterschied. Das Kampa Bummels 100er in Dortmund. Ich habe mir da jetzt keinen geholt. Ich war da allgemein nicht so auf 100er Jagd, aber ich denke, da war wahrscheinlich ein höherer dabei. So. Wollte ich eigentlich schon länger machen, das Video, aber bin nie dazu gekommen, weil für Safari Zone Dortmund halt hätte das ganz gut dazu gepasst, weil das war ja ein Event-Pokémon, dass ich da den maxe. Okay, 1819, uff, vergesse nicht, da kommt auf 4000 irgendwas. Okay, fangen wir mal an, den zu pushen. Natürlich gibt es immer ein paar Bedenken, okay, nicht Bedenken, aber manche heben sich jetzt Entwicklung auf, weil eben durch die ganzen C-Days möglicherweise dann bessere Attacken kommen. Sagen wir jetzt, Bummels würde einen C-Day bekommen und der würde eine bessere Fast-Attack bekommen. Dann würde mein 100er jetzt, hätte ich keinen 100er mit dieser guten Attacke. Und dann wäre das sozusagen verschwendet, aber ja. Ich kann jetzt nicht jeden C-Day erwarten und für jedes Pokémon da warten und hoffen. Mir ist das also relativ egal. Aber ist natürlich eine Option, sollte man bedenken. Also, jetzt haben wir erstmal Evoli. Das ist irrelevant, weil Evoli die spezielle Attacke bekommen und dann für übernächsten Monat, für September. Aber so weit kann ich nicht planen. Übrigens, frag mich nicht, was der nächste CD nach Evoli wird. Ich habe keine Ahnung. Wir werden uns überraschen lassen. Freut euch erstmal auf Evoli. 2 Tage, dreifach Staub. Und Shiny Evoli mit den ganzen Entwicklungen. Vielleicht sogar die zwei neuen Entwicklungen aus Gen 4 am Start. So. Es geht noch relativ flott, weil plus 65 pro Push, das ist auch ziemlich heftig. Ja, staubtechnisch sieht es auch düster bei uns aus. Es wird immer weniger und weniger. Aber ein paar gehen auf jeden Fall noch. Lavados will ich auf jeden Fall noch pushen. Wahrscheinlich Suicune. Und dann fehlt eh nur noch Latias, Regieis und Registrier. Da habe ich sogar alle Legendären. Celebi kommt bald.
Da will ich den relativ früh maxen. Mew, da habe ich jetzt echt ewig drauf gewartet. Ich hatte irgendwie noch die Hoffnung, dass ich irgendwie ein anderes, ein besseres bekomme, aber läuft nicht, Leute. So läuft es nicht. Dementsprechend dann bei Celebi, ich habe mich damit abgefunden. Das, was ich bekomme, werde ich direkt maxen. Aber ja, jetzt maxen wir gerade mein stärkstes Pokémon. Ich bin echt gespannt, wie viel WP der dann haben wird. Vor allem der andere war ja nicht mal Max. Der war immer noch 35. Das ist ja das Krasse. So, jetzt überholt er gleich die Dragoran. Dragoran Max überholt. Bam. Zu heftig. Und jetzt überholt er die Despota. Bam. Despota Max überholt. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr Leta King findet. Habt ihr ein gutes? Habt ihr eins gemaxt? Was macht ihr mit Leta King so? Stellt ihr es oft in die Arena? Manchmal stelle ich den einfach in die Arena, weil der ist so... Sieht einfach so geil aus, wie er so liegt. In so manch bestimmte Arena. So als Message, so als Nachricht an die Leute. So, fuck you. Okay. Bringt nur noch die Hälfte, aber ist immer noch heftig mit 33. Es gibt Pokémon. Keine Ahnung. Pogenta zum Beispiel oder so. Oder. Oh, wie heißt der? Der mit den Geschenken. Botogil. Ein Push bringt so 8 WP oder so. Okay. Ja, so niedrig war der, glaube ich, auch nicht. Aber es ging doch relativ flott. Okay, ja. Wir haben noch ein gutes Stück vor uns, also. Er ist zwar schon über 4000, aber da geht auf jeden Fall immer noch was. Ja. Also ich will ihn, Playruff, wer ist das auf Deutsch? Knuddler, glaube ich. Eigentlich sogar die beste Attacke für ihn. Kann, glaube ich, noch Hyperstrahlen und noch irgendwas anderes. Erdbeben oder sowas, kann das sein? Das ist schon traurig, weil Mewtwo kommt nicht mal über 100, über 4000. Und der so easy 4000. Ja, knackt wahrscheinlich sogar 4,5. Heftig. Der knackt vielleicht sogar 4,6. Zwischen 4,5 und 4,6 wahrscheinlich, oder? Ich sehe gerade, es fehlt ein Bonbon. Oh mein Gott. Es fehlt ein Bonbon. Der 98er musste ich opfern. Wie passend. Der 98er muss sein Leben geben und opfern, damit der 100er auf Max kommt. Welch Ironie. Wie geil ist das denn? Ich verschicke mein stärkstes Pokémon. Okay, jetzt ist es nicht mehr das stärkste. Bam! Jetzt kann er auf Max. Alter, wie passend! Wie krass ist das denn? 100% Max. Der 98er hat sich dafür geopfert. Wir danken dir, 98er. Das war nicht geplant. Ich dachte, ich hätte genug Bonbons. Und es fehlt genau ein Bonbon. Und das ist das Bonbon vom 98er, der weggeschickt wird. Alter, wie geil ist das denn? Auf jeden Fall, jetzt haben wir ein neues, stärkstes Pokémon. 4,5, 4,8. Wie er über den 100er legendären chillt. Warte mal. Ich halte es auch in die Kamera für mein Thumbnail. Zu krass. Mein stärkstes Pokémon. Yo. Mal schauen, ob dieses Video hier auch 100.000 Views bekommt. Ich glaube nicht. Also das war echt zu verrückt. Keine Ahnung, wieso das so viele Views bekommen hat. YouTube-Algorithmus mal wieder am Start. Aber das war's von mir. Wie gesagt, eure Meinung zu Leta King unten in die Kommentare. Habt ihr ein gutes? Habt ihr es gemaxt? Was macht ihr so mit Leta King? Und ja, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.